Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und der erste Tag des letzten Monats, den wir auf dieser Erde verweilen werden, ist angebrochen, zumindest wenn es nach den Mayas geht. Und wie könnte man diesen besser starten als bei einer Kritik zu dem deutschlandweiten Kinostart von Twilight, Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht Teil 2. Twilight Breaking Dawn Part 2 oder im Deutschen halt Twilight Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht Teil 2, gibt es einen längeren Titel, hat heute am 22. November 2012 deutschlandweiten Kinostarten, ist das Finale der großen Twilight-Saga. Und ja, ich war im Kino in der Preview, wer es mir nicht glaubt, ich habe hier ein Twilight-Armband. Bin ich jetzt cool oder nicht? Okay, Freunde, worum geht es erst einmal? Beziehungsweise fassen wir doch einfach mal die ersten 4 Filme zusammen und das auch nur aus dem Grund, dass es so unglaublich einfach ist. Das war einmal ein Mädchen namens Bella, die zwischen die Fronten zwischen einem Jacob und einem Edward geraten ist. Er ist ein Vampir, Edward und Jacob ist irgendwie ein Werwolf. Und so hat man sich den ganzen ersten und zweiten Teil damit gewidmet, für wen er sich entscheidet, bis sie endlich den Vampir heiratet im dritten Teil und einen ganzen vierten Teil damit zubrachte, dass sie schwanger ist und ob sie diese Schwangerschaft überleben kann. Und letztendlich wird sie gebissen und ein Werwolf prägt sich auf ihr neugeborenes Kind. Und damit beginnt Teil 5. Nun haben wir Bella, ein Kind, den Ehemann Edward, beide sehr, sehr stolz und eben Jacob, der sich inzwischen damit abgefunden hat, dass er Bella nie kriegen wird, ist aber auf ihre Tochter geprägt, was erst einmal ein Riesenskandal ist, aber die Frage dreht sich eigentlich um dieses Kind und ob es überhaupt geboren sein darf. Das sehen die Volturi und der oberste Rat der Vampire nicht gerne und somit wird eine große Bedrohung bestehend aus den mächtigsten Vampiren auf den Plan gerufen und man muss deswegen Zeugen finden, die die Wahrheit sprechen und so beschäftigt sich der ganze fünfte Teil über 116 Minuten damit, eine große Schlacht vor zu bereiten und einem Finale, was versucht, Twilight würdig zum Ende zu bringen. Und weil ich bei einer Kritik immer das Positive zuerst sagen will, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist der beste Film der Reihe. Man bekommt einen guten Showdown, zumindest dafür, dass es Twilight ist am Ende, bei dem auch der ein oder andere Mann richtig Spaß haben kann. Man bekommt ungewöhnlich viel Witz, muss ich sagen. Den ein oder anderen witzigen, kleinen, charmanten Moment hat der Film tatsächlich in den ersten 30 Minuten. Und das war's dann leider auch mit den positiven Aspekten. Aber die sollte man wirklich nicht unter den Teppich klären. Und alle Twilight-Fans werden sowieso sich diesen Film angucken und deswegen geht er hin, er ist besser als alle vorher und dafür könnt ihr die Kinokarte auf jeden Fall lösen und der Film wird eine Menge Kohle einspielen, aber sind wir auch einmal ehrlich, als richtiger Filmliebhaber muss ich natürlich auch sagen, was ich wirklich über die Twilight-Reihe denke und möchte ihn nicht grundlos zerfetzen, denn Twilight hat sowohl in den ersten 4 Teilen als auch hier im Finale immer wieder die wiederkehrenden gleichen Hauptprobleme. Wir haben auf der einen Seite eine unglaublich träge Handlung. Ich will gar nicht erst wissen, wie langweilig sich die Bücher lesen müssen. Die Geschichte ist immer so, dass ich einen Satz formulieren könnte über die Inhaltsangabe des Films und der schafft es tatsächlich eine Stunde damit zuzubringen mit nutzlosen Dialogen, unauthentischem Seifenoperngerede und ganz vielen Wald- und Landschaftsaufnahmen das aufzufüllen und das wirkt manchmal wie GZSZ mit 90, 100 Millionen US-Dollar aufgeblasen, was ich sehr, sehr komisch finde. Dazu gesellt sich die Tatsache, dass man sich nie mit den Special Effects Mühe gegeben hat. Warum das Ganze? Kann man nicht etwas mehr Geld reinstecken, um den Schauwert zu erhöhen? Das sieht so billig gemacht aus und am besten noch die Wölfe, aber selbst da kann man eine Menge meckern. Und gerade jetzt beim fünften Teil muss man den Machern sagen, hey Leute, die Twilight angefangen haben zu lieben, und ich gehöre zwar nicht dazu, aber diejenigen, die das taten, die haben vor 4, 5 Jahren den ersten Teil gesehen, sind inzwischen erwachsen genug, um eine Schlacht im FSK 16 Modus zu sehen. Könnt ihr nicht wenigstens 1, 2 Tropfen Blut vergießen lassen? Es hätte dem Finale noch besser getan, was so weit ja gar nicht schlecht geraten ist. Und der dritte ganz große Schwachpunkt ist und bleibt der Cast. Es ist ein Riesenproblem mit anzusehen, dass im Finale beispielsweise Michael Sheen und Dakota Fanning, und die hat, sagt nicht mal eine Line in dem ganzen Film, soweit ich mich erinnere, besser spielen als unsere drei Hauptdarsteller. Robert Pattinson allen voran ist noch der Stärkste. Hat er auch in Wasser für Elefanten danach bewiesen, aber mit Cosmopolis das Ganze wieder in Frage gestellt. Dem kann ich noch am meisten glauben und der wirkt noch am normalsten. Taylor Lautner ist eine mittlere Katastrophe. Der sieht zwar gut aus und ja, in der Preview und ich war gestern in der Ladies Night, haben die Mädels tatsächlich gekreischt, als er sich ausgezogen hat. Na gut, er ist good in shape, aber spielen kann der nicht. Und das hat er spätestens bei seinem Versuch außerhalb von Twilight in Atemlos bewiesen. Ganz schrecklich, was der abliefert. Und über, naja, sind wir ganz ehrlich, Kristen Stewart braucht man nicht so wirklich reden. Diese Frau ist dauergenervt bei jedem Interview, spielt das alles identisch. Und bei Snow White and the Huntsman hat sie den ganzen Film geschafft zu versauen. Ich frage mich, wie lange die Karriere noch anhält nach Twilight, obwohl sie momentan die bestbezahlteste Schauspielerin weltweit ist. Naja, und dass der Cast so schwach ist und das Drehbuch so langsam arbeitet, sorgt eben dafür, dass die meisten Leute froh sind, dass Twilight endlich vorbei ist und die Schnauze
Kasse davon voll haben. Und das ist vielleicht auch ein Erfolgsrezept an der Stelle, denn es ist wie mit DSDS, GZSZ und all solchen Formaten. Es gibt eine Reihe von Fans und eine Menge Leute, die sich darüber aufregen. Und das ist eben gut gemachte PR am Ende. Und somit wird dieses Finale von Twilight definitiv sehr erfolgreich werden. Aber ehrlich gesagt völlig zu Unrecht, denn ein guter Film ist es nicht. Und gute Qualität ist es auch nicht. Auch kein gut gemachtes Handwerk. Es ist nicht mal mit viel Liebe gespielt. Und ob diese ganze Pattinson, Kristen Stewart, wir trennen uns und sind wieder Zusammengeschichte nur PR ist, wäre auch noch eine ganz große Frage. Und somit waren diese 116 Minuten zu 80% eine Qual. Wobei ich etwas schmunzeln musste und der Showdown wirklich gut gemacht ist. Man muss dem finalen Film lassen, dass er einen Twist drin hat, der ganz einfach, ganz alt hergebracht ist, auf den ich aber nicht gekommen bin und die meisten Leute im Kinosaal auch nicht. Deswegen gibt es da eine kleine Überraschung, die gar nicht so schlecht gemacht ist, außer natürlich, man hat die Bücher gelesen. Und somit ist und bleibt Twilight eine kitschige Seifenoper, aufgeblasene Teenie-Vampir-Fantasy-Story, die für Fans gemacht ist und die sich alle anschauen werden. Das geht auch völlig in Ordnung, weswegen ich in der Wertung auch dieses Splitting so ein bisschen ansetzen werde. Wünsche allen Fans wahnsinnig viel Spaß an der Kinokasse. Ich persönlich bin froh, dass es vorbei ist und freue mich, dass wir weitere Trilogien jetzt bald auf dem Plan haben oder Mehrteiler wie Hunger Games, die weitergehen oder eben Der Hobbit. Etwas mehr Anspruch tut dem Ganzen doch gut und deswegen gebe ich Twilight Breaking Dawn, aber auch um ein wenig versöhnlich zu sein als Fantasy-Schmonzette, ja, das ist ungefähr das Genre, in das sich Twilight wunderbar reinpressen lässt. Ordentliche und gelungene, aber wirklich nur in diesem Genre auch bestehende 7 von 10 möglichen Punkten. Insgesamt der beste Film der Reihe, was noch lange nicht heißt, dass er gut ist und er ist fast ein wenig einschläfernd. Das sage ich nicht, weil ich ein Mann bin und keine kitschigen Filme mag. Ich liebe gut gemachte Liebesfilme total, aber der hier ist eben überhaupt nicht gut gemacht. Und das macht eben nur 3,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Und wie gesagt, das ist schon der beste der Reihe. Okay, Freunde, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, jetzt damit auf mich einzuprasseln mit Robert. Wie konntest du ihn so gut im Genre bewerten? Oder was, so schlecht ist der doch gar nicht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es ist meine Meinung, lasst mir eure Meinung da. Geht ihr ins Kino und sollte ich dieses Armband vielleicht einfach mal eine Woche zur Selbstgeißelung tragen? Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Freuen uns, wenn wir uns ganz bald wiedersehen zu einer weiteren Kinokritik. Das war's von mir für heute. Morgen um 15 Uhr gibt es ein neues Video. Schaut bei Facebook vorbei, wenn wir sonst über Filme reden wollen oder auf einem zweiten Kanal Robson Town. Und lasst mir einen Daumen runter da, wenn meine Kritik zu Twilight Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht Teil 2, kürzester Filmtitel ever, richtig schlecht war. Ansonsten, wie gesagt, morgen 15 Uhr und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei, natürlich um 3 Uhr.